Herzlich willkommen zu der Wiederweiterführung. Meine Aufnahme ist schon wieder abgebrochen. Da muss ich irgendwas schauen, dass das wieder nicht abbricht. Was ich erklären wollte, genau, dieses Labyrinth-Deck hier ist eigentlich ganz okay. So, das Deck, das habe ich gestern ausprobiert, mir zusammengestellt, also eher kopiert von einem Spieler. Und dann machen wir doch mal ein schnelles Match. Und es tut mir sowas von leid, dass meine Aufnahme immer und immer wieder abbricht. Ich weiß nicht, was ich tun muss, aber ich werde mal schauen. Ich werde mal schauen, was es ist. So, dagegen setzen wir Barbaren. Okay. Das haben wir doch ganz gut gemacht. Musketier. Das der Klon war jetzt unnötig. Aber auf der rechten Seite meine Banditin, die haut gut rein. Da mache ich das Kampfholz. Bisschen zu spät, aber naja. Also die Truppen meines Teammates sind eigentlich schon ein bisschen unterlevelt. Der hat nämlich Elixierpumpe Level 6. Dann hat er Koboldgänge Level 8. Also ein bisschen unterlevelt ist das dann schon. So, Prinzessin gegen Prinzessin. Nein. Die dürfen nicht durchkommen. Warum setzt ihr jetzt eigentlich noch einen Holzfäller dahin? Naja. Und noch schön Barbaren dahinter. Also der Tower, der Gegner, ist ganz schön gut geschwächt. Oh, das war witzig. Der wollte die Kobolde klonen. Ich hab's aber vor mit dem Kampfholz zerstört. Oh Gott. Ja. Schön. Ah, schade. Wie gesagt, Elektromagie am Tower. So, Babydrache und eine Valkyrie. Babydrache, Valkyrie und Lumberjack. Und natürlich noch eine Banditin. Ja, Manu. Das ist Riesenskat. Es kann einfach alles verderben. Welche Prozesse muss zuerst sterben? Okay, meine. So, jetzt machen wir einen Ofen. Barbaren rein. Ich muss echt mir eine starke Truppe mitnehmen. So, also einen starken Zauber wie Blitz oder sowas. Ja, jetzt haben wir gewonnen. So. Gut Game. Also, gutes Spiel. So, eine Silberchest, okay. Schön. Schön. So. Dann. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich für ein Deck spielen soll. Und das baue ich mir dann zusammen. Genau. Aber und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir jetzt kaufen soll. Aber ich weiß nicht, auf Level 2. Nee. Ich glaube, ich sammle mir erstmal 5000 Gold an. Und grade dann mein Sparky ab. Weil ich will nicht unter 100.000 kommen. Wegen den Legendären im Shop dann. Weil wenn es auf einmal Nachthex im Shop kommt und ich habe jetzt mir ein Labyrinth gekauft, hab Fungi abgegradet und sowas. Und habe alles abgegradet, dann ist es viel zu teuer. Und ja, das wäre dann nicht so schön, weil da kann ich mir keine Nachthexe leisten. Auf jeden Fall, wenn ein Nachthex im Shop ist, dann werden wir gleich reinschauen. Also ich fange das Video jetzt immer, wenn ich es schaffe, an, wenn ich meine Truhen öffne. Und genau. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man dieses Startbild, wenn man draufklickt. Weil die meisten YouTuber, die machen das, dass sie sehen können. Also das machen so zum Beispiel, dass die Legendäre gedroppt wird oder sowas, dieses legendäre Bild dann.
Und so, da möchte ich gerne wissen von euch, ob ihr das wisst, wie man dieses Bild vorne hin macht. Ja, wisst schon. Wenn ihr das wisst, bitte mir in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett. Da freue ich mich dann drauf. Genau. Was nehmen wir jetzt? Ich glaube, ich tue da statt der Walküre tue ich da den Blitz rein, oder? Ja. Genau, dann haben wir nämlich gut genug Luft. Ja, das wird schon gut. Ja, wir möchten trotzdem kämpfen. Oh, dann sind wir in der Zaubertal-Arena. Und spielen mit einem Asiaten oder Chinesen zusammen. Und er hat ein Lava-Hund-Deck. Leider kein Klon. Jetzt ist er noch eine Karte hin. Nee, okay, da muss ich so. Was auch irgendwie neu ist, nämlich, wenn man über den Blitz setzt und auf einmal kommt in diesen Bereich jemand rein, also danach, also er hat schon geblitzt, und er kommt danach noch rein, dann wird der trotzdem auch nochmal von dem Blitz getroffen. Das ist so cool. Verdammt, jetzt brauche ich einen Babytrainer. Also für diesen Push haben wir das ganz schön gut abgewehrt. Hat sie nicht da hinten hin. Ah, ja, ja. Man sollte meine und diese Sachen, also am besten einfach meine, nicht da hinten hinsetzen. Weil da kann man Feuerball spielen und der Feuerball, das habe ich schon mal geschafft, kann das dann an den Königstower pushen. Ja. So, was machen wir? Wir hauen einen Blitz drauf. Dann ist der Magier weg. Oh, das war ein schöner Predict vom Gegner. Das war klasse. So. Ich würde sagen, nach dem Kampf machen wir dann Schluss. Dann haben wir auch genügend Minuten, oder? Dann, genau, dann haben wir ungefähr 10 Minuten. Und ich will meine Videos immer nicht so lange machen. So. Was können wir denn da noch machen? Sollen wir nächstes noch den Turm holen? Schaffen wir das noch? Ich weiß nicht, wenn er irgendwie Pfeile oder so noch auf der Hand hat. Dann macht doch den Sepp. Setz doch seinen Sepp. Oh, okay. Hat sich mehr getraut. Ja, okay, das werden wir leider verlieren. Ja. Also, das haben wir verloren. Aber davor haben wir gewonnen. Das macht nichts. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao!